Das ist eine, sagen wir mal, außerordentliche Idee. Planet 9, ein schwarzes Loch. Was wären die Konsequenzen für die Suche nach Planet 9, wenn es tatsächlich kein Planet, sondern ein schwarzes Loch wäre? Klickt zum Science Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es gibt kaum ein Thema, das die Astronomie mehr beschäftigt und die Emotionen höher schlagen lässt. Seit fast 5 Jahren wird Planet 9 gesucht. Gibt es Planet 9 oder nicht? Oder ist er etwas ganz anderes? Eine These, wir hatten darüber berichtet, ein Ring aus abertausenden Objekten, die zusammen die bis zu 10-fache Erdmasse hätten, hätte zusammen den gleichen Effekt auf die Umlaufbahn zahlreicher transneptunischer Objekte, also kurz TNOs, Asteroiden und Zwergplaneten, wie ein einzelner Planet. Bäm! Das sagt die Studie von Gia Tuma von der American University of Beirut und Antranik Sefilian von der University of Cambridge aus. Planet 9, also nur ein Haufen Steine oder eben doch ein Planet? Michael Brown und Konstantin Batygin vom California Institute of Technology, Caltech, haben tausende Computermodelle durchgerechnet und bestätigt, dass Planet 9 eben doch existieren könnte. Auch das hatten wir schon mal als Video. Für sie stehen die Chancen für Planet 9 500 zu 1. Er wäre demnach 400 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Astronomische Einheiten sind der Abstand zwischen Sonne und Erde. Und er wäre bis zu 5-mal größer als die Erde. Und damit wäre er höchstwahrscheinlich kein Gasplanet, sondern eine Supererde. Wow, theoretisch könnten wir dann irgendwann mal zu ihm fliegen und auf ihm landen, wobei das Betreten eines Planeten mit einer solchen Gravitation nur mit Exoskeletten möglich wäre. So, aber jetzt, das ist eine vollkommen neue Idee. Was wäre, wenn Planet 9 kein Planet, sondern ein kleines schwarzes Loch wäre? James Unwin von der University of Illinois und Jakob Scholz von der Durham University haben diese These jetzt aufgestellt und das würde wieder alles auf den Kopf stellen, denn dann müsste ganz anders gesucht werden. Bisher wird versucht, Planet 9 erstmal aufgrund der Bewegungsanomalien der transneptunischen Objekte einzukreisen. Dann muss mit den unterschiedlichsten Methoden, wie zum Beispiel die Lichtbeugung von Sternen, die hinter dem vorbeifliegenden Planeten liegen und so weiter gesucht werden. Doch die Wissenschaftler sagen, es müsste bei einem schwarzen Loch ganz anders gesucht werden. Sie vermuten eine Wolke von dunkler Materie um das Loch, die riesig sein könnte. Materie und die dunkle Materie würden in diesem Bereich wechselwirken und das schwarze Loch verraten, insbesondere Gammastrahlenblitze könnten entstehen und diese könnten gemessen werden. Es könnten also ganz andere Methoden genutzt werden, wenn Planet 9 ein schwarzes Loch wäre. Die Wissenschaftler wollen jetzt die Daten des Fermi-Weltraumteleskops genau danach untersuchen, denn das ist eine inzwischen immer öfter verwendete Methode. Trainiere eine künstliche Intelligenz und lass sie in alten Daten suchen. Bei Fermi liegen immerhin Daten seit mehr als 10 Jahren vor. Die künstliche Intelligenz soll jetzt nach Gammablitzen suchen, die sich mit einer nahezu konstanten Geschwindigkeit über den Himmel bewegen. Allerdings sind sich die Wissenschaftler höchst unsicher, ob sie Erfolg haben sollten, beziehungsweise ob Planet 9 ein schwarzes Loch ist. Sie wollen allerdings die Astronomiegemeinde dazu bewegen, bei der Suche kreativer zu sein und mehr Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. James Unwin dazu zum Magazin Gizmodo. Indem sie sich schlicht auf das Konzept eines Planeten konzentrieren, schränken sie die experimentelle Suche ein. Sobald man anfängt, über exotischere Objekte nachzudenken, wie etwa über primordiale schwarze Löcher, denkt man anders. Wir befürworten, dass nicht nur im sichtbaren Licht nach ihm gesucht wird, sondern auch in der Gammastrahlung oder in kosmischer Strahlung. Was passiert in einem schwarzen Loch? Anklicken, anschauen und Dr. Watson abonnieren. Super cooler Kanal. Bis dann. Bleibt dran.